Achso. Na gut. Dein Stream wird ab jetzt live übertragen. Bist du deppert? Und ich habe das mit dem Mikrofon geschafft. Ja, großer Erfolg. Das, was ich nicht geschafft habe, das habe ich. Ich muss die Kamera einrichten, dass das ein bisschen einen würdigeren Ausschnitt hat, tut. Naja, ein bisschen was Unwürdiges darf es eh haben. Sonst wäre es ja nicht. So, naja, das ist nicht so schlecht. Jetzt kann ich da noch ein bisschen flacher gehen, dann sieht man den Computer nicht. Den sieht man da, gell? Halbtere! Na gut, da kann man nichts machen. Da könnte ich eigentlich was abstellen. He? Wie schaut denn das aus? Wenn ich dort. Bist deppert? Na gut, der kann aber was. Flankierender Indianer und Luna Loop. Bist du deppert? Na gut, das kann jetzt aber was. Das kann jetzt aber was. So, und ich meine, ich bin, glaube ich, richtig pünktlich. Ich habe das jetzt da alles richtig. Ich meine, ist es jetzt leibend? Ja, schau, gell? Schau. Ja, das ist ja unfassbar. Wir werden das einmal probieren, wie das ausschaut. So, und ich meine, ja. Und ich habe ja heute, oha, Verbindung ist schlecht, das kann man nicht vorstellen. Jens war ich, das ist unmöglich, dass die Verbindung schlecht ist. Eine Verbindung muss wahnsinnig gut sein. Ich meine, Jens, die Verbindung muss wahnsinnig gut sein, weil ich habe das heute sogar geschafft mit dem Mikrofon. Wenn ich das abspeichere, nimmt es mir das zwar nicht. Also ich muss dann, bevor ich den angekündigten Livestream starte, muss ich noch einmal reingehen in die Voreinstellungen und dort noch einmal das Mikro definieren, merken tut, das ist offensichtlich nicht, aber das ist ja wurscht, das ist ja ganz herrlich. Der Huber ist, hurra, nach 14 Tagen defekt im Internet erneut dabei. Der Huber ist, dann hast du eh wahnsinnige Nerven, wenn du es aushaltest, dass 14 Tage das Internet kaputt ist. So ein Wahnsinn. Ton ist etwas seltsam, sagt der Gerald Richtsfeld. Das kann man sich vorstellen, der muss wahnsinnig gut sein, der Ton. Eh alles leiwand, sagt der Stefano Bridgman. So, Herbert Leibwander fängt an mit der ersten Frage. Es sind ja 50 Fragen. Also Nummer 1, hau mal. Zonko, wirst du den Street Fighter HD Bronx testen? Hundertprozentig werde ich den testen. Die Bronx oder den Bronx, ich weiß gar nicht, wie man sagt, die Bronx von Harley Davidson. Nur weiß er nicht ganz genau wann. Angeblich kommt es Ende dieses Jahres. Soll es daherkommen? Wenn es eine Möglichkeit gibt, werde ich das ganz sicher fahren. Da bin ich ja irrsinnig neugierig, wie das marschiert. Wissen du es noch nicht, aber ich denke mal, was überlebt, hört sich nach zwei offenen Mikrofonen an. Na wirklich, oder was? Passt alles. Ton und Bild sind super. Na, Huber ist sie, Mann. Na. Da ist nur ein Mikro. Und das ist das, durch das ich da reinrede. Schau. Ja. Ja. Gut. Hot Monkey Thunder zündelt sofort eine des Bronx. Hässlich der Koffer. Na, finde ich nicht. Hässlich finde ich das nicht. Ich finde das eigentlich super. Gefällt mir gut, wie das ausschaut. Bin wirklich gespannt, wie es fährt. Das kann ich noch nicht beurteilen. So, der Road Rush, Frage Nummer 2. Denkst du, dass der Werkstunfisch von den neuen NECT-Mitbewerbern von Platz 1 in deinem Herzen gerissen wird? In meinem Herzen glaube ich nicht, Road Rush, weil ich ziemlich sicher bin, dass auf der Rennstrecke das am besten fahren wird. Nach wie vor wird dieser Werkstunfisch, glaube ich, von den neuen Herausforderern, glaube ich nicht, dass er da Kill geholt wird. Und diese Street Fighter V4 von Ducati schaut natürlich mörderisch aus, muss ich echt sagen, auf der Messe, Wahnsinn.
Super Duke gefällt mir auch wahnsinnig gut. Und ich glaube, die Super Duke, das ist die Maschine, die einen großen Sprung gemacht hat im Vergleich zur Vorgängerin. Ja. Ja. Und dann hast du noch die MV Brutale 1000. Na, das wird auch ein wahnsinnig irres Gerät sein. Aber ich glaube, auf der Rennstrecke wird dieser Werkstonfisch nach wie vor die Nummer 1 sein. Und in meinem Herzen ist das so. Also, glaube ich nicht. Wobei da noch am ehesten die KTM eine Chance hat, weil ich die so erst, also da, die finde ich momentan irrsinnig leibend. Die gefällt mir viel besser wie die alte. Und das, was da gemacht haben, diese neuen, ja, gerade beim Fuhrwerk und beim Raumen, ich glaube, das hat einen echten Sinn. Und der Kaffee ist nichts gewesen. Oi. Na, vielleicht kann ich einen schnurren. Kann ich einen Kaffee schnurren? Herrlich. Ja. So, also, Frage Nummer 2. Werkstunfisch in meinem Herzen wird nicht ersetzt. Zunke, meine Frage, warum bist du so absolut genial, das geht aber wahnsinnig schnell, da werde ich die 50 Fragen sagen, so geht das aber nicht. Wieso bist du so ein absolut genialer Mikrofontechniker, sagt der Giacomotto. Es ist vermutlich eine Spitze. das ist die Frage Nummer 3 und ich beantworte es jetzt so, weil ich einfach so wahnsinnig gut bin und so irrsinnig wenig technisches Verständnis habe. Deswegen bin ich beim Mikrofon Weltklasse. Ich habe allerdings, ich war ja mal Sänger von einer Rockband, also Schreier von einer Rockband, da habe ich immer mein Schuhmikro gehabt. Das Schuhmikro, das war heilig. Ich habe sonst nichts mitnehmen müssen, sondern nur mein Schuhmikro. Und das war sehr leibend. War lässig, ja. Aber von der Technik habe ich leider keine Ahnung. So, Mr. Tenderlo. Mr. Tenderlo, ich bedanke mich alle. Ja, unbedingt ganz, ganz herzlich. Du hast bei der Swiss Moto Giancarlo Pinzetti in die Welt hinausgetragen und hast sogar ein tolles Interview gegeben. Bravo, Mr. Tenderlo. Großartig. Ja, und Zunko, das ist doch auch die neue Super Duke. Ja, ja, ganz sicher mache ich das. Ganz sicher mache ich das. Und auf das freue ich mich wahnsinnig. Ich weiß allerdings nicht wann, aber die neue Super Duke probiere ich hundertprozentig aus. Von der bin ich ja wirklich begeistert. Jawohl. Gut, was haben wir jetzt schon? Jetzt haben wir schon 5 Fragen. 5 Fragen haben wir schon beantwortet. Peter Richtinger, wenn du nur mal aufs Mikro klopfst, habe ich einen Gehörsturz. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Michel, bitte mehr 125 Kubik-Reportagen. Michel, da kann ich dir gerade sagen, ich schreibe gerade für die Zeitmaschine, Zunkos Zeitmaschine im Motorrad, über die Suzuki Intruder 125. Großartige Erinnerungen. Also check da das Motorrad. Welches wird es sein? 9/2020. Vermutlich. Jawohl. OPP Charlie. Also ich her und sieg alles, was ich will. Jawohl. So ist es. Ja, jetzt ist das Kaffeechen gekommen. Aber ich muss aufstehen. Ich muss aufstehen. Ach, Freunde, und ich bin leider nicht wahnsinnig beweglich heute. Und am Mikro hänge ich auch noch. Na, und den Indianer habe ich oben gehauen, ich werde deppert. Indianer, verzeih mir. Oh, na so, herrlich. Aber ich meine, das Kaffeechen, das ist wirklich wichtig, weil ich bin ein bisschen. Oh, so. Ach, na gut. So, das ist eh alles super. Das Kaffeechen ist eh ganz wichtig, dass man es abstellt bei der Tastatur. Weil es könnte ja sein, dass es umfällt. Ist ein Traum. So. Christoph Radau, Frage Nummer 6. Wann kommt die Diva? Brutal. Ich weiß es leider nicht ganz genau. Ich habe ihnen gesagt, sie soll möglichst früh kommen, weil dann kann ich was machen. Ich kann sie locker einladen und dann in den Süden runterfahren. Und dann gleich mein erstes Video machen. Ich weiß nicht. An und für sich kommen sie immer so mit Anfang April. Aber ich hoffe, es kommt ein bisschen früher. Wenn man jetzt dann der Akku von der Pfeife ausgeht, bin ich wirklich schlecht vorbereitet heute. Das ist ein Wahnsinn. Aber
Ich habe den Tag heute nicht gut geplant, weil ich habe etwas ganz anderes vorgehabt. Ich glaube, ich spiele eine Pilapartie und aus dieser einen Pilapartie sind aber drei geworden. Und ich meine, jetzt bin ich ein bisschen marot, weil ich habe nämlich am letzten Wochenende habe mich qualifiziert für die Staatsmeisterschaft im Kader. Und also 47-2, das ist so eine Disziplin, so eine Karambol-Disziplin. Und nachdem ich mich da qualifiziert habe, ich meine, ist es jetzt dieses Wochenende, ist dann diese Staatsmeisterschaft. Das wird übrigens sogar, da gibt es sogar so einen Livestream, das wird übertragen. Also wer sich das anschauen will, auf YouTube, na, wie wird das heißen, österreichischer Pilarsportverband, ÖBU oder irgendwas, so in der Art, Livestream. Am Freitag spiele ich um 17:30. Ja, ich muss allerdings sagen, also ich habe mich qualifiziert für diese sechs Teilnehmer zur Staatsmeisterschaft. Ich bin allerdings von diesen sechs der komplette Underdog, aber ich bin dabei. Ich bin dabei und ich meine, ich werde natürlich alles geben im Sinne des Brennraums. Weil wenn ich mal schon dabei bin, dort bei dieser Staatsmeisterschaft, na dann, ja. So, jetzt schauen wir dann mal weiter. Habt ihr heute das Szene? Der Heitzel! Heitzel ist einmal dabei wieder. Jawohl! Heitzel, Gründer der Facebook-Brennraumgruppe. Bravo, Heitzel. Haben wir heute das Szene 10U und kleine Lautsprecher für Chathelm geholt. Mörderleibernd. Bravo, Heitzel. Na, das mit dem Sena, mit diesen Kommunikationssystemen, das weiß ich noch nicht, wie das geht. Ralf uns Wundracek, wie wird das Wetter im Mai? Na, wenn ihr kommt, in die kalte Kuchel, ist sicher wahnsinnig schlecht. Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur ein schlechtes Gewand. Na, das wird schon leiwand, das wird ganz leiwand. So. Manfred Reich, die Bronx spaltet die Gemeinde eh schon. Ja, Manfred, das ist eh ganz lustig, weil keiner, nämlich wirklich keiner, ist einen Meter damit gefahren. Stefano Bridgman, Frage, wirst du die Rocket wählen? Nein. Stefano Bridgman, das werde ich nicht machen. Ich werde es wirklich nicht probieren. Ich bin mir sicher, wenn du ein super Wieler bist, also einer, der wirklich gut umgehen kann damit, dann kannst du diese Rocket ganz locker wählen. Glaube ich, aber ich selber mache das nicht. Also ich mache das jetzt sowieso nur mehr bei so richtig potente Neckbikes, wo das halt ganz leicht geht und wo ich das auch wirklich sanft aufsetzen kann. Und wenn ich diese Rocket, ich glaube schon, dass ich sie aufs Hinterradl bringen würde, nur das wäre keine harmonische Bewegung und die dann von oben irgendwann wirklich brutal vorne in diese Gabel einsacken und das möchte ich ja nicht antun. Das tue ich ja nicht, möchte ich ja nicht antun und tue ich ja ganz sicher nicht da. So, Mr. Tenderlo, Zonko testet Giancarlo Pinzetti auch die neuen Katzenfutter. Ja, das. Mr. Tenderlo, hast du auch was geschickt? Weil es sind jetzt ein paar Sachen sein kommen. Nein, aber das ist vom Holger Schilling. Da gibt es schon, da gibt es immer wieder so Guzis, die Leute schicken, die Sabine Havel und der Holger Schilling, die haben da was geschickt und das verkosten sie natürlich schon. Das verkosten schon. Aber an und für sich jetzt bei einem Magazin oder bei so einem eigenen YouTube-Kanal Katzenfutter-Testing, das haben wir nicht. Das machen wir nicht. Ja. Tom Brown. Zonko, kannst du mal die wichtigsten Tipps für Moped ohne ABS geben? Bin noch nie eine gefahren, aber ab Mei. Die wichtigsten Tipps. Du, das kommt, also ich, was wichtig ist, du musst einmal schauen, ob das eine scharfe Bremse ist oder nicht. Es gibt nämlich selten, aber doch gibt es Motorräder, wo dieser Initialbiss, der erste Biss, unfassbar scharf ist. Das sind meistens so sportliche Motorradeln. Von irgendwelchen anderen kenne ich das eigentlich nicht, aber es hat so sportliche Neckbikes hat's gegeben, wie zum Beispiel die Speed 4 von Triumph. Na, die hat einen richtig scharfen ersten Biss gehabt, wenn du das gewusst hast, war super.
Und wenn du das nicht gewusst hast, ich habe das einer geborgt, einer Journalistenkollegin, na, die ist sofort auf der Pappen gelegen, weil die halt eingegriffen hat, wie, keine Ahnung, wenn sie auf einer XD500 sitzen, die, ne, so hat in die Bremsen eingegriffen, na, dann rutscht es natürlich weg. Also das muss man abklären. Wenn du dann draufkommst, dass es eine urlaffe Bremse ist, na, dann kannst du es gleich vergessen, dann denkst du einfach nicht mehr dran. Und wenn du jetzt irgendwie den Anspruch hast, dass das ein ja, und wenn es, na, wie soll ich das, da gibt es schon, ich weiß jetzt nicht, Tom Brown, was für einen Wissensstand du hast oder was für einen Fahrtechnikstand du hast, aber dass du in Schräglage vorn nicht einfach reingreifst, die nimm an, das wird da klar sein. Und wenn es nass ist, dass man dann auch ein bisschen vorsichtiger sein muss, wird auch klar sein. Und was ein generell, wenn jetzt die Bremse, wenn sie ihr laff ist, na, dann ist eh komplett wurscht. Aber wenn sie nicht ganz laff ist, dann ist dieses progressive Bremsen schon sehr wichtig. Also dass der erste Biss muss immer, also der erste Druck muss immer ein bisschen verhalten sein, sodass der Vorderraffen die Möglichkeit hat, diesen Gewichtstransfer mal zu schlucken. Und wenn das Gewicht vorne ist, dann kannst du fest zuzangeln, dann erzielst du eine Bremswirkung, es ist mörderisch, dann musst du auch keine Angst haben, das blockiert, weil er dann eh ein irrsinniger Druck am Vorderradl ist. Aber wenn du sofort so eingreifst, kann es natürlich schon sein, dass das wegrutscht. Und wenn dann ein Blitzkneißer bist, also wirklich ein Blitzkneißer, dann überreißt es rechtzeitig und lässt die Bremsen wieder aus, dann stürzt du auch nicht. Aber wenn kein Blitzkneißer bist und du greifst so eine und das blockiert einmal, dann wird es das irgendwie wegschirmen. Aber generell, wir sind alle, also jahrzehntelang, ohne dem ABS gefahren und es ist wahnsinnig gut gegangen. Man muss sich vielleicht ein bisschen bewusster auf diese Bremse einlassen und vielleicht diese Momente, in denen man eine Schreckbremsung machen würde, die sollte man sich vorher ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und auch diesen Ablauf dieses progressiven Bremsens ein bisschen üben, dass im Moment, in dem man dann panisch wird, man nicht sowas macht. Ja. Tom Brown, das war jetzt die Frage Nummer 10 und die war natürlich tatsächlich schon in Richtung Verzettelung. Ja. Na, Harald Filipancic, wann, oh großer Medizinmann, sollen wir die Saison eröffnen? Aber wann eröffnen wir die Saison? Ich weiß nicht, die meisten oder viele sind eh durchgefahren. Und ansonsten, ja, das muss jeder für sich entscheiden, glaube ich. Ich fahre jetzt oben nach Sizilien zu einem Conti-Reifentest. Und das mache ich aber heuer so, dass ich gleich eine Woche vorher oben fahre und das ein bisschen genieße, weil das eh so wahnsinnig schön ist da unten. Und dass ich nicht nur sinnlos oben fahre und wieder rauffahre. Wäre ich da zwei Wochen unterwegs und da kann es sein, dass einmal ein Brennraum ausfällt, aber das so genau rechtzeitig. Jörg Zimmermann, Zonko, wirst du auch die neue Kawa ZH2 auf Herz und Nieren testen? Ich glaube schon. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich so einen Testtermin habe. Also das wäre, wenn nachher im Rahmen von 1000 PS testen. Die ZH2 ist selber, weiß ich nicht, das kommt drauf an, wie sich das da mit Kawasaki entwickelt. Aber für 1000 PS glaube ich schon, dass wir da irgendwas einen Vergleichstest haben, wo ich mit der vor interessieren, das mir auf alle Fälle sehr. Moto Live, erstmal live auf YouTube. Dann bitte haut's am blauen Ozean rein für ein Moto Live. Herzlich willkommen, erstmal live auf YouTube im Brennraum. Jawohl. Bitte am blauen Ozean für ein Moto Live. Alter, aber wild, da gibt's eine Frage, die kann ich beantworten. Bringt KTM eine neue Super Adventure? Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Irgendwann wird schon so sein. Herbert Leibander, wenn Bridgestone an der Wand hängt, musst du den Conti neutral bewerten. Herbert Leibander, ich meine,
Das musst du jetzt aber schon wissen. Du schaust doch irrsinnig oft zu, Herbert Leibander. Ich bin sowieso der komplett neutrale Beurteiler. Das ist da, und das geht's ja überhaupt nicht. Also, wenn es als Scherz gedacht war, ist es eh ein Leibander Scherz. Nur, ich bin dort ein bisschen alertet, weil ich dort bei 1000 PS gibt's ja kein Video, wo nicht irgendein Vollpfosten reinschreibt, ist ja lauter Werbung, das ist ja keine Berichterstattung, ist ja nur Werbung. Da kriegst du so ein Hals. Und wenn das dein Beruf ist und du das gewissenhaft machst, kriegst du einen echten Hals. Und deswegen ist man dann schon so irgendwie, na, was soll das jetzt heißen, warum soll ich den Conti nicht neutral beurteilen? Da kriegt man schon so einen Fokus. Möglicherweise ist das jetzt eh komplett falsch. Aber du siehst es eh, ich bin ja extrem authentisch und ich meine extrem spontan. Und das ist echt die Reaktion. Ja. So. Marco Cinelli, ich habe meinem Buben meine 125er Brixton gekauft. Zur Sicherheit natürlich schon mit ABS. Jetzt glaube ich, gibt es ja keine Kisten mehr ohne ABS. Wir haben extra 4 Monate warten müssen. Die ohne ABS hätten sie auf Lager gehabt. Ja, du, ich verstehe es eh, Marco Cinelli. Aber andererseits, du hättest deinen Buben ruhig richtig fahren lernen können. Richtig fahren lernen lassen. Ja, ist ja wurscht. Also bei einer 125, ob ich da ABS habe oder nicht, mir wäre es wirklich komplett wurscht. Und ich meine, so richtig scharf sind die Bremsen von so einer 125er nicht. Die kann ja nämlich gar nicht so wahnsinnig scharf sein. Hetzel, aus aktuellem Anlass, was hältst du davon, dass Triumph seine Produktion nach Thailand verlegt? Na, die haben ja jetzt schon wahnsinnig viele Motorradeln in Thailand produzieren lassen. Das ist einfach in der heutigen Zeit, wie soll ich sagen, natürlich hat man so eine Romantik in sich und Arbeitsplätze und so, und ein britisches Motorradl muss in England gemacht werden und ein österreichisches in Österreich und ein japanisches in Japan, nur das ist ja einfach schon seit, wirklich lang so, dass das nicht der Fall ist. Also die Japaner, es gibt schon noch japanische Motorradeln, die auch in Japan gefertigt werden, aber sie haben auch Werke irgendwo in Europa und sie haben Werke irgendwo in Indien, ich weiß nicht. Da gibt's wirklich, jeder Hersteller hat irgendwo seine Fabriken, wo sie es halt irgendwie günstiger produzieren können. Und andererseits, jetzt sagt man natürlich, na, das ist ein Wahnsinn und ja, aber wie soll ich das sagen? Es hat auch sein Gutes, weil diese Länder, diese unterentwickelten Länder, die kommen dann auch zu was. Also insofern finde ich das jetzt gar nicht so dramatisch. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich reden soll, also was ich selber, dann würde ich natürlich sagen, natürlich hätte ich mir lieber KTM kaufen, was in Mattighofen gebaut wird, von den Oberösterreichern. Natürlich möchte ich das. Und ich möchte auch lieber eine BMW, die jetzt in Berlin oder in München baut ist, wie eine, die halt dort irgendwo baut wird. Das kann ich dann schon sagen. Und ich möchte zum Beispiel, wenn ich ein Honda will, möchte ich ein Honda, die in Japan baut wird. Das will ich auch nicht, dass die woanders baut wird. Und andererseits, ja, mein Gott, ich glaube, da kann man sich heutzutage nicht mehr wirklich aufregen drüber, weil es wirklich alle machen. Und was ich immer noch heißt, na, diese chinesischen Motorradeln sind ein Wahnsinn. Kein Motorradl, kein neues Motorradl auf diesem Planeten tät auch nur irgendwie fahren ohne die Teile, die in China gemacht werden. Also, wenn du ein Motorradl haben, irgendein Fahrzeug, ein neues Fahrzeug kaufen willst, ohne Teile, die in China produziert worden sind, da fährt keins. Kein einziges gibt es da mehr. Also insofern, um die Frage zu beantworten, ich muss mich eher ein bisschen sputen, mir macht es eigentlich nichts aus. Weil diese T120, die ich so wahnsinnig geliebt habe von Triumph, na, die ist eh aus Thailand gekommen. Und zum Beispiel mein Mazda Pickup, habe ich auch gewusst, na, der ist auch nicht in Japan gemacht, sondern der ist auch aus Thailand gekommen. Also, ja, insofern.
Christoph Acker, Frage: Von welchem 2020-Bike erwartest du dir am meisten? Das ist schwer. Aber ich persönlich wahrscheinlich von der Rocket. Von der Rocket erwarte ich mir am meisten, glaube ich. Ja. Rocket A ist, glaube ich, so eine richtige Faust in Asphalt. Ich glaube, das ist was ganz Mörderisches. Wenn wir schauen, ich bin sie noch nicht gefahren. Herbert Leibander, du bist der Neutralste überhaupt, das war ein Scherz, sorry. Jo, Herbert Leibander, ich bin da trotzdem dankbar, weil es ist ja eh wichtig, dass man sieht, wann ich Kabel kriege. Und es ist ja sowieso nichts für ungut, nicht? Aber das ist eh super, dass man. Also, das ist Weltklasse gewesen. Road Rush. Zunko, mein Vater will von Harley weg und mehr Touren mit Sozia fahren. Bis jetzt im Fokus BMW R1250 RD. Hast du andere heiße Tipps für diesen Einsatzzweck? So ein Boxer. Also ein 1250er RD ist sicher eine mörderische Maschine. Da bin ich überzeugt. Das wird einen Spaß machen. Es wird im Taugen der Boxer. Es ist ein grandioser Motor. Meiner Meinung nach könnte er durchaus auch so ein KTM Super Duke GT probieren. Das ist natürlich auch eine Wahnsinnskiste für zum zu zweit fahren. Da, wenn er allerdings vor Harley kommt, wird ihm das vielleicht ein bisschen zu sportlich sein. Du, aber er soll die Probe fahren, die R1250 RT, und entweder er verliebt sich gleich in die Kisten, und wenn nicht, na, dann wird er eh Augen und Ohren offen halten und was anderes. Aber ich selber bin von der Maschine abbegeistert. Jawohl. Sicher, Onkel Ramirez. Onkel Ramirez, Meister der unfreiwilligen Parodie, bitte ich. Du hast mich gemeint, gell? Ich werde deppert. Machen wir heuer wieder ein Blumengartengespräch. Du wirst lachen, Onkel Ramirez. Ich habe mir das gestern, glaube ich, haben wir es wieder angeschaut. Haben wir gedacht, na, schau einmal, weil hin und wieder schaue ich dann so nach, welche Gespräche seinen super ankommen, wie und so. Und deins ist ja wirklich, das ist ja ordentlich gut ankommen. Und ich muss da sagen, Onkel Ramirez war echt ein Hetz. Und ich meine, man sieht es gar nicht auf dem Video, sieht man gar nicht, wie unfassbar heiß das dort gewesen ist. Wir sind ja fast, ich meine, seien wir uns ehrlich, in Wirklichkeit sind wir fast zugrund gegangen dort. Nicht? Ich meine, wir haben das natürlich heldenhaft durchdruckt, nicht? Aber und wie dann diese Holzbiene noch gekommen ist, ich meine, die Holzzummel, die bissige, ist ein Traum. Und Ramirez, haha, möchte ich unbedingt machen. Ich habe sogar schon gedacht, Onkel Ramirez, entweder wir machen es wieder im Blumengarten oder du auf der Bank bei mir bist ja auch noch nie gewesen. Warst du noch nie? Haben wir gedacht, das könnte auch leibend sein. Wobei man dort halt dann wahrscheinlich wahnsinnig aufpassen muss auf der Bank, dass man nicht einschläfst. Ich weiß ja noch nicht, wie wir das machen. Aber wir machen heuer sicher was wieder. Onkel. Stefan B., welchen Conti testest du, Zonko? Das ist so, dass da, glaube ich, da, von Conti kommt relativ viel neu und da unten stellen sie uns, glaube ich, so eine richtig große Produktpalette vor in Sizilien. Also da haben wir so Supersportreifen, dann haben wir Straßenreifen. Also dort, das ist eine zweitägige Veranstaltung, ich glaube, das wird ein mörderischer Event von Conti. Und da werde ich dann auf 1000 PS natürlich auch mörderisch viele Videos machen. Der Indianer ist eigentlich mörderisch, ha? Die Rothaut von Linde. Ja, und die Luna Loop ist auch. Ist eigentlich Weltklasse. Jetzt muss ich aufpassen, seid ihr nicht eifersüchtig? Seid ihr nicht eifersüchtig? Na, grüßt einmal den Roy. Roy! 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 Ja. So.
Der Klaus Steurer. Die Pfosten gibt es halt wie Sand am blauen Ozean. Klaus Steurer, ich bin ja am Montag, natürlich bin ich wieder dabei gewesen, beim 16er Brennraum Pavlatschen, ja, das Pavlatschen, das sagt mir natürlich ein bisschen weniger, ich bin ja Tiroler, Pavlatschen ist irgendwie, was mir da was sagt, ist ein Watschen. Ein paar Watschen. Aber was mir irrsinnig da klar ist, ist, dass euch dort ganz normal umblast bei diesem Livestream. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Und was natürlich ein Wahnsinn war bei euch an Mädli zum Schluss, ich meine, da war echt Stimmung. Das gesehen, na, das taugt euch jetzt voll, ganz live angespielt. Das war herrlich. Und der Patrick ist ein bisschen der ruhigere, kommt mir vor, aber der hat ja dann schon bei, wie du gesagt hast, jetzt reißt man das zweite Flasche auf, hat er schon hindeutet auf die Lasagne. Und das letzte Mal hat er wohl vorn, ja, Klaus, du bist echt ein harter Hund. Bevor die zweite Bouteille nicht leer ist, gibt's keine Lasagne. Und dann habt ihr den Obstler, hab's auch noch geschnurrt. Super. Ja, wirklich super. Also Freunde, es sind eh viele dabei. Aber vielleicht interessiert es noch mehr. Was haben wir heute? 396 Zuschauer, das gibt es ja gar nicht. 396, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, das ist mörderisch. Ja, du, danke Freunde. Das ist echt ein Traum. Aber wahrscheinlich haben sie sich irritieren lassen wegen die 50 Fragen zum Saisonstart. Und jetzt sind wir, glaube ich, erst bei 11 Fragen. Genau. Aber die sich ein bisschen für dieses Wienerlied interessieren oder vielleicht auch so Leute, die einfach nur zuschauen wollen, wie sie zwar komplett umblasen. Das ist immer am Montag um 19 Uhr 16er Burm Livestream auf YouTube. 16er Burm. Und das paar Flatschen oder wie das heißt, wie gesagt, das Watschen. Passt schon. Es ist göttlich. Also ich war echte Freude. Bin voll dabei. Und spülen tatsächlich Baden einfach. Das ist ein Wahnsinn. Das ist taugt mir wirklich. Das ist großartig. So. Jawohl. So. Was ist denn eigentlich? Ui. Na, ich bin mit Live-Chat nicht wahnsinnig super. Nein, da ist schon wieder irgendein griechischer. Aber das kann ich ja schon. Also nein. Die K1600 GT statt R1250 RT. Den Boxen, also den Sechszylinder-Reihenmotor, dass er den probiert. Das kann auch probieren, ja. Kann auch probieren. Das wird er dann allerdings überhaupt nicht packen. Wenn er von einer Harley kommt, diese Laufkultur von dem Sechszylinder, dann kann er aber auch Goldwing auch probieren. Ja, aber ich glaube, er würde eher was ein bisschen kompakteres, wenn ich das jetzt richtig überrissen habe. So, das ist eine super Frage. Inwiefern betrifft Corona die Motorradbranche? Na, jetzt zuerst haben wir gedacht, na, ich hau da gleich mal so eine Antwort rein. Aber ich kann nichts Gescheites sagen. Ich kann da nur sagen, wie ich das sehe, komplett wurscht. Komplett wurscht. Also das, sich davor fürchten, ist einmal ein kompletter Blödsinn. Das werden sie schon in den Griff kriegen. Komplett egal. Also einfach weitermachen wie immer. Jawohl. Öse Rider. Die Laufkultur von meinem Mofa. Wie findest du die? Das tut mir jetzt leid, Öse Rider. Ich weiß nicht, was für Mofa du hast und was für eine Laufkultur das hat. Und insofern kann da jetzt keine normale Antwort geben. Schau da, Alixa hat die irgendwas. Harry, beim Marillenknödeltest bei der Gerda bin ich sowieso dabei. Gibt es schon wieder einen Marillenknödeltest? Habe Dere. Jakob Peters Grippel trug mir weg. Ja,
So kennt einer von euch dieses Alixa Hoti Live 6 Chat Join Me, I am here. Natürlich bekommen die Journalisten von allen Herstellern Geld. Die müssen ja davon leben. Das ist so wahnsinnig geschissen. Das ist das, was mir wirklich am Nerv geht. So, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber, na, ist ja wurscht. Schreib eine, wer du bist, mit dem Pseudonym, das ist ja ganz, und so eine unfassbar brochene Sperre, diese Alexa, ist ein Bot. Na, wenn ich wüsste, was ein Bot ist, aber ich sperre das jetzt. Nutzer, was habe ich jetzt gemacht? So. Ja, na gut. Jens Weirich Zunko. Alixa ist ein Bot. So, jetzt müssen wir erklären, was ein Bot ist. Ist das sowas ähnliches wie Botox? Ein Ochs mit Bot. Botox. So ein Traum. Den Günther Baumgartner habe ich gerade gelesen. Der sagt irgendwie, dass das schon unter Umständen die Motorradbranche jetzt schon betrifft, weil er wahnsinnig viel in China produziert wird. Und insofern kann es natürlich sein, nur glaubt's mir's, das wird nicht lang dauern, dann haben sie das halbwegs im Griff und alles läuft wieder ganz normal weiter. Bernard Hosmoto, Software-Roboter. Wirklich, es gibt schon Software-Roboter. Arbeitere. Ja. Fata Morgana, Kurzform von Roboter ist IT-Sprech. Herrlich. Ja, wer beantwortet hier die Fragen? Du oder wir? Bot, bot, bot. Bot, bot, bot. Ja, das stimmt, der hat es mir eh. Hat's mir wieder erwischt. Ja. Ja, wobei, kann eine Software ein Roboter sein? Bravo, Peter Richtinger. Es gehört Zeit, dass man das ein bisschen so was Grundsatzphilosophisches einbringt. Kann eine Software ein Roboter sein? Und natürlich kann eine Software kein Roboter sein, aber es gibt wahrscheinlich Roboter-Software. Wie ist denn die Mehrzahl von Software? Ist das Softwares? Ja. Reverend Bem, Frage, warum hat Suzuki mal Werbung für Coronavirus gemacht? Ja. Das ist eher Wahnsinn. Also das Corona-Bier kriegt jetzt eine unfassbare, unbezahlbare Werbung. Und wir müssen trotzdem schauen, dass wir da nicht jetzt zu fest auf das draufhängen, weil das wird eh überall thematisiert und ich kann nicht einmal was Gescheites dazu sagen, außer dass ich mich ganz sicher nicht davon beeinflussen lasse. Ja, Hotmonkey Thunder, habe heute geschäftlich Mail bekommen, dass Apple in Europa Lieferprobleme bekommt, da in China Werke dicht machen wegen Corona. Ja. Ja, aber die werden wieder aufsperren. Na, dann gibt es halt jetzt einmal kurz, keine Ahnung, 2-3 Wochen nicht die neueste Ware. So. Gut, jetzt fährt's mir dort eine mit dem, das ist mir jetzt zu viel. Aber was ich gesehen habe, und das hat mich wirklich beeindruckt, ich glaube auf Servus TV, irgendwas moderne Wunder oder keine Ahnung, was das für ein Sendeformat ist, da habe ich auf alle Fälle gesehen, einen Schlagzeuger mit einem amputierten Unterarm. Also der hat nur so einen Stumpf gehabt. Da hat er aufgehört, der Arm. Und dann haben sie dem aufgesetzt, irgendeine Prothese. Und die Protheseform hat zwei so Sticks gehabt, Trommelsticks. Und da, der Arm ist ja ganz normal gegangen und der hat dann Schlagzeug gespielt. Also mit dem Stumpfen hat er mehr oder weniger diese Prothese gesteuert und die Sticks haben zusätzlich, das sind irgendwie mit dem Hirn gekoppelt gewesen. Also der hat ihnen dort über diese Hirnströme hat er diese Sticks dirigieren können. Also die Richtung hat er gemacht mit der ganz normalen Muskelkraft und die Sticks hat er bedient über das Hirn. Und dieser Roboterarm, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das funktioniert hat. Bist du deppert, der hat gespürt. Und es ist natürlich so gewesen, der hat, ich weiß jetzt nicht mehr, dieses Näher hat er schlagen können, ich glaube mit
ich weiß leider jetzt nicht ganz genau, aber irgendwas ihre 60 Mal in der Sekunde. Der hat einen Sound gehabt. Das hat natürlich kein anderer. Das bringt ein normaler Mensch nicht zusammen. Insofern ist das dann schon sowas wie ein Cyborg. Also das ist ein Schlagzeuger, der einfach mit dieser Computer- oder Roboterunterstützung Schlagzeug spielen kann, wie kein anderer Mensch auf diesem Planeten. Und das ist aber irgendwie ganz, ganz, eigentlich sehr leimend, habe ich das gefunden. Habe ich echt toll gefunden. Und dann habe ich noch gesehen, der Typ, der das programmiert, Kutscher Bernd, 2 Euro, moin, ich bin kein Bot, ich bin ein Kutscher. Frau Bernd, Bernd, ich danke dir sehr. Große Freude. An der Nordseeküste. Jawohl. Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Nordsee, glaube ich. Gell? Ja, Nordsee. Ostfriesland, Nordsee. Ja, ich glaube. Bernd, ich danke dir. Ja, und da hat man gesehen, einen Roboterarm, der zuschaut, wie jemand so ein Xylophon bedient. Und der hat geschaut, du hast richtig gesehen, da sind die Sensoren drinnen, der nimmt das jetzt alles wahr, hat einer gespielt mit so einem Xylophon. Und dann hat der Roboter, der sich das alles eingesaugt hat, das nachgespielt. Der hat dann selber, der hat so Arme gehabt und hat das nachgespielt in einer Perfektion. Das glaubt, das gibt's auch nicht. Einfach durchs Zuschauen. Und das hat mich schon, das hat mich wirklich beeindruckt. Und das wird uns natürlich, das wird uns erwischen. Die Zukunft hat schon längst begonnen. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was da möglich ist. So. Und jetzt schauen wir haben ja erst, glaube ich, wenn ich jetzt nicht schummel, haben wir, glaube ich, erst 11 Fragen oder 12 haben wir beantwortet. Jawohl. Bernd, das Bot. So gebe ich es. Na, das ist der Kutscher Bernd, nicht? Aber Bernd, das Brot ist ja Bernd, das Bot. Das ist Wahnsinn. So, wie schaut es denn jetzt aus? Jetzt nehmen wir mal einen Hocker Wasser. Ja, heute habe ich keinen Rauch. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Und mal super Rauchbar in der Neubaugasse. Na, die bauen es ganz normal um. Bin ich hingekommen. Und man dachte, herrlich, entweder mal so einen richtigen leimenden Fruchttrink. Na, ist nur der Hacker drinnen gewesen. Nix. Und das bauen sie jetzt einen Monat lang um. Das heißt, es wird ein mächtiger Hitten. Es muss mörderisch werden. So, gibt es eine Frage? Freunde, ich brauche Fragen. Jawohl, da ist eine Frage. Zunko Test Blade. Haben wir eh das letzte Mal beantwortet. Im April, nehme ich an. Jawohl. Hot Monkey Thunder, auf welches Moped freust du dich am meisten 2020 zum Fahren und Testen? Sein zwar Rocket R, wird ganz mächtig und brutale 800 RR. Auf die freue ich mich eigentlich am meisten, auf die. Was? Der Huber ist, in München liegt Schnee. Nichts mit Saisonstart. Das ist ein Wahnsinn. Stipo, wann testet ihr die 98R? Das weiß ich leider nicht. Aber die wäre auch ganz sicher testen. Kutscher Bernd, Zonko, wer macht im Mark 93 wohl den meisten Ärger? Na, wer wird das sein? Aber heuer, glaube ich, so wie es ausschaut, wenn das schon. Na gut, Yamaha Suzuki, gell? Aber ärgern, der Rims, glaube ich, ist einer, der einen ärgern kann. Und der Kateraru, glaube ich, auch. Ich glaube, der kann ihn auch ärgern. Ja. Bist mit deinem Talento zufrieden? Extrem. Also den Fiat Talento kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Also ich selber finde, das ist der leibendste Bus aller Busse. Der ist wirklich super. Zonko, fährst du auch eigene Touren ohne YouTube-Videos? Hast du überhaupt Zeit dafür, Jens Weirich? So Touren fahre ich eigentlich ganz selten, muss ich sagen. Und wenn ich eine Tour mache, dann ist es aber schon, nachdem ich jetzt schon über 25 Jahre so Redakteur bin, eigentlich immer mache ich eine Geschichte draus. Ob das jetzt ein Video ist oder ob ich irgendwas schreibe drüber. Dass ich nur so herumfahre, ist eher selten. Und Ramirez, Zonkos Welt TV,
Meinst du, dass man für die Rocket besser gleich einen Katheter anlegen sollte, wegen der Blasenentleerung beim Beschleunigen, war das? Ja. Ein Katheter. Ja. Ich werde es auf alle Fälle nur mit den Seniorenwindeln fahren. Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn was daneben geht, dass das nicht gleich so eine Sauerei ist. Peter Richtinger, das war keine Frage, das war auffordern. Zonko Test blöd. Ich mache sie, Peter. Ganz sicher. Ja. Peter, bei dir ist das so, gell? Das wollte der eh schon sagen. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, Peter. Ich meine, bist du der Herr vom Parkhaus? Jetzt habe ich schon zwei, dreimal auf einer Messe gesehen, aber auf der Messe bist du immer so ein bisschen zurückhaltend, kommt mir vor. Und ich bin ja dort meistens so ein bisschen im Trubel. Und dann kommen wir eigentlich nicht zum Plaudern, es zipft mir ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, Peter, wir müssen heuer einmal, muss ich da wischen, wenn du mit dem Motorrad, du fährst doch eh durch die ganze Welt. Dann musst du halt einmal in Wien vorbeifahren und dich bei mir melden. Du musst dich bei mir melden, dass wir auf einen Kaffee gehen können. Und Stichwort Jens Weirich, natürlich lasse ich die Videokamera mitlaufen. Wir brauchen so eine Art Busgespräch mit Peter Richtinger, dem Meister des Hochofens. Das möchte ich echt gern haben. Und am liebsten wäre mir aber, du kommst mit der Ural. Na, ist ja wurscht. Komm mit der Kanten, mit der Goldwing, was auch immer, oder wenn du jetzt den Supersportler kaufst, aber dass wir mal eine Zeit haben, also wenigstens eine halbe Stunde oder was, dass wir ein bisschen plaudern. Das würde mir echt eine Freude machen. Peter. Ja. Der Herr Watzi, leider wird der 93er wieder nicht zum Ich muss da ganz ehrlich sagen, Herr Watzi, für mich wäre das nicht leider. Ich finde den 93er der beste Fahrer der Welt. Repsol 100, taugt man sowieso. Also, wenn er, ja, und jetzt, ich meine, der 93er, der hat jetzt sowieso, jetzt ist es, dass der einfach diese 10, 11, 12 Weltmeistertitel einsackt, weil ich meine, der hat jetzt bis 2024 bei Repsol unterschrieben. Na, was wird da jetzt noch sein? Das ist Wahnsinn. Ja. Jens Schwamberger, Zonko, hast du schon einmal einen heftigen Abflug gemacht? Ja. Heftiger Abflug. Einen habe ich gemacht, der war nicht wahnsinnig schnell. Das war 80, aber der war, oder war es ein 100er. Aber der war trotzdem irrsinnig ungut in der Türkei, in die Leitplanken rein, auf der Bitumenautobahn, auf der Nassen. Da würde ich dir empfehlen, schau an, in der Reihe Zonko erzählt, dass auf meinem YouTube-Kanal Türkei Gips Zonko. Mit einem Tipps Türkei Gips Zonko Teil 1 und Teil 2. Da erkläre ich das relativ gut. Und einmal habe ich ein Biul in Valencia geheißen, das war eigentlich auch nicht ganz leibend, aber nein. So richtig einen harten Brezen habe ich nicht gerissen. Ja, leider. Das ufert ein bisschen aus. Ja, Wildcat Zonko, deine Lieblingsmarke. Das ist was, Wildcat, das eine Lieblingsmarke. Vielleicht habe ich tatsächlich eine Lieblingsmarke, aber das will ich nicht so an die große Glocke hängen. Weil ich meine, ja doch mein Beruf, dass ich dort relativ unvoreingenommen jetzt eine Sachen test. Und es gibt... Es wird nicht einmal eine geben. Es gibt so Marken, die taugen mir irrsinnig und es gibt halt Marken, die taugen mir vielleicht ein bisschen weniger, aber auch von diesen Marken, die mir vielleicht ein bisschen weniger taugen, gibt es Motorradeln, die mir voll taugen. Und was bei mir ganz wichtig ist, sind die Menschen, die hinter diesen Marken stehen. Also ich bin ja dort... Tatsächlich, ich bin ja eher menschenorientiert wie produktorientiert. Und wenn man die Menschen taugen, dann taugen wir meistens auch diese Produkte.
ein bisschen mehr, zumindest aber ein bisschen mehr Herzensbindung. Ja. Mr. Danilo Zonko, bist du nicht mal mit die erste MT-09 geflogen? Nein. MT-09 habe ich nie eine zusammengehauen. Nein, habe ich nicht. Ja. Alter Hund, ab welchem Baujahr kannst du eine Street Triple empfehlen? Na, Street Triple war immer leibend. Alter Hund, seit die gekommen ist, war die leibend, so eine Street Triple. Ja, also vom Fleck weg. Ich weiß nicht, das kann ich schwer beurteilen, wie so ein Motorrad benannt ist, was jetzt 10, 12 Jahre alt ist. Das weiß ich nicht. Aber an und für sich waren die von Anfang an wirklich super. Wir hätten es gesagt, der Peter Richtinger. Alles, was zwei Radeln hat, ist super. Bravo. Na, gibt's das? Jetzt haben wir da einen neuen Nutzer. Na, jetzt, ich bin ja eh schon. Nachrichten dieses Nutzers werden ausgeblendet. Jawohl, das ist ja herrlich. Ich bin ja, und jetzt die Sophia auch noch und die Blendmagler aus. So, wird. Und was haben wir jetzt noch? Na, die habe ich jetzt gerade ausblendet. Na, ich sehe schon. Ist eh schon soweit. Bis deppert. Das, ich bin ja auch richtig stolz auf mich. Gestern hat der Bernard Hosmotor einen Livestream gehabt. Das war ein Traum. Und der hat gestartet ganz normal, ohne Ton. Ohne Ton hat er gestartet. Und die Leute haben gleich reingeschrieben, ne, wieder Zonko, haha. Das ist wirklich super gewesen. Und ich glaube, ich habe sogar irgendeinen Input geben können, der einen Sinn gehabt hat. Jawohl. Der Pianoman. Saisonvorbereitung für Menschen auf Maschine. Wie sollte sich aus Dr. Zonkos Sicht der Fahrer optimal zum Saisonstart vorbereiten? Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass das, wenn jetzt, sagen wir, du bist so wie ich und hast einfach den ganzen Winter gefressen und relativ wenig Sport gemacht und freist dich jetzt auf diese wahnsinnig starken Geräte und bist aber nicht wahnsinnig viel gefahren, dann ist einfach echt wichtig, dass du am Anfang komplett zurücknimmst. Dass du mehr oder weniger jetzt, dass du jetzt aufsteigst und dass du es genießt und dass du aber nicht gleich die Kisten ausreizt. Dass du nicht gleich aufmachst, sondern dass du wirklich schonend fährst am Anfang, dass du dich schön gewöhnst dran, dass sie die Augen wieder gewöhnen, dass sich der Körper wieder gewöhnt an diese Schräger, dass du ein bisschen ein Gefühl kriegst, du merkst es dann eh, dass du schön reinkommst und dass du am Anfang halt wirklich defensiv fährst. Und es ist eh so wie mit allen. Wenn du dann wieder viel gefahren bist, dann bist du eh wieder geschmeidig und bist drauf. Aber am Anfang, das ist einfach langsam angehen. Ja, der Harald Filipanschitz sagt aber was leibend. Das Gleiten statt Wetzen am Anfang. Ja, das ist aber, das kann man genauso stehen lassen. Und dann passt es eh. Manfred Reich sagt auch einfach ausringen. Ja, ja. Stefan B. Habe für die neue Saison einen Giancarlo Aufkleber auf meiner V7 angebracht. Bravo, Stefan. Das freut mich auch wirklich sehr. Ja. Da sagt einer, Andreas Danzl, ihr seid die Ärgsten, das sagt der Peter Richtinger. Und ich glaube, das ist deswegen, weil der Andreas Danzl, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Das ist Schneebrunzer-Burli. Ich glaube, der heißt im Nickname Schneebrunzer-Burli. Nein, aber der ist mit seiner Dukaden schon am Slowakia-Ring unterwegs. Volle Granate, ist ein wirklich wieder Hund. Ja, Berger GP-Interview. Das werde ich schauen, dass ich es Anfang nächster Woche unterbringe, noch vor dem Brennraum. Tom Braun, fährst du den Winter durch? Echt nicht? Zonko, hätte gedacht, du fährst 24, 7, 12 Monate im Jahr. Ja, ich habe ja Gott sei Dank den Roller im Winter, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fahre nicht mehr wahnsinnig viel. Früher bin ich gefahren wie am Noah, das stimmt, aber jetzt ist mir teilweise schon zu kalt. Es ist echt die Wahrheit. Wenn man so irrsinnig kalt ist,
dann, ja, ich verkühle mich wahrscheinlich auch leichter wie früher. Ich bin ein bisschen kommoder geworden. Muss man echt sagen. Aber der Karl Busch, Burli hat mir am Montag voll herbrennt. Jawohl, Karl Busch ist halt so. Burli hat die genommen. Jawohl. So. Jetzt ist die Isabella. Na, jetzt werden sie aber echt ein bisschen deppert. Jetzt hat, naja, ist eh wurscht, ist halt jetzt die Isabella dran. Ja. Zonko du Lusche, Andreas, jawohl. Ja. Andreas Dantl, zum Glück war kein Schnee, ja. Das heißt, na geh, jetzt ist es aber Wahnsinn. Jetzt haben wir da Papa, Isabella. Jetzt wird es ein bisschen mühsam, ja. Zweiter Klasse, gibt es die Giancala-Aufkleber auch bei den Fleischleibchen? Ja, zweiter Klasse, das ist halt so, wenn du ein T-Shirt bestellst, glaube ich, ist ein Giancala-T-Shirt, dann kriegst du einen Aufkleber dazu. So ist das, glaube ich. Wenn du ein anderes T-Shirt bestellst, kriegst du einen Zonkos Weltaufkleber. Wobei, ich glaube, wenn du jetzt irgendein T-Shirt bestellst und du schreibst dazu an Giancarlo Pinzetti Aufkleber, wirst du einen Giancarlo Pinzetti Aufkleber kriegen. So irgendwie, glaube ich, geht das. Ja. Ich habe die Isabella jetzt aber eh schon gesperrt, gell? Ich sag's euch nur. Forza Isabella Bot. Jawohl. Ja. Genau, das wäre ein Wahnsinn, ja. Werden hier die Leute infiziert und zu Bots konvertiert? Es ist ein Traum, ja. Ja. So. André Sommer, Zonko, was hältst du von einem Quickshifter? Sehr viel, mir taugt das wahnsinnig. Ich finde so ein Quickshifter, boah, das ist so unfassbar lässig, wenn du da einfach so, wenn du so richtig reinschnauzt, das ist sowas, das taugt mir wahnsinnig. Das taugt mir irrsinnig und vor allem, wenn es einen Blipper einer hat beim Obischalten, dieses automatische Zwischengas. Also bin ich ein echter Fan davon und ich muss sagen, ich bin immer, schon, jetzt haben wir die Harper, geh, jetzt werden sie aber mühsam. Was? Und jetzt habe ich den falschen Knopf noch erwischt. Jetzt. Nein, nicht immer deppert sein. Ja, man darf nicht den falschen Knopf erwischen. Schauen Sie sich ja alles aus. Habe ich jetzt geschafft. Ja, tja. Na, jetzt kommt dafür die Alexa. Es ist echt erbärmlich, aber... Ja... Naja, das ist halt so, gell? Aber das ist, stimmt, die nehmen dort Zonko Warn, die übersetzen dann irgendwelche, die kopieren einfach irgendwelche. Ja, das habe ich jetzt noch gelesen, das müssen wir jetzt ein bisschen ausblenden. Das habe ich jetzt noch gelesen, der Onkel Ramirez natürlich auf der Ofenbank hat er wahrscheinlich kurz das Auge aufgerissen und hat dann einen Geistesblitz gehabt und hat gesagt, er hätte auch so gerne einen Quickie-Shifter. Ja, Onkel Ramirez, viel länger wie ein Quickie wird es eh nicht mehr sein, oder? Jawohl. Ja. Super, Mike Bike, ja super, nächste Woche ist gerettet mit dem Berger, bitte so 2-3 Stunden einplanen, ziehst halt die Pampers an, dass du durchhältst, ja, aber Mike Bike, so viel Zeit hat er nicht, das ist eher ein Wahnsinn, das ist wirklich ein viel beschäftigter Mann, das ist ja der Honda-Chef von Österreich und den Kronländern, aber nicht nur die Motorradeln, sondern auch die Autos und dann ist er noch einer der Direktoren bei der Technischen Kommission, der FIM, also das ist wirklich ein Wahnsinn, was der alles leistet. Und dass er dann immer sich die Zeit nimmt für das, finde ich wahnsinnig toll. Mr. Dendelo Zonko, sag was zum Honda CTX 1300. Das ist ein echtes Motorrad. Mörderische Maschine. Aber, ja, alter Hund, aber so butterweich wie ein Honda DCD kann kein Quickshifter schalten. Alter Hund, das stimmt leider nicht. Das stimmt leider nicht. Also es gibt natürlich Quickshifter, die sind nicht super, aber es gibt Quickshifter, da wirst deppert wie Leib und das funktioniert. Ganz, ganz irre. Aber du hast natürlich nicht diese Automatikfunktion, die das DCD von Honda zusätzlich
anliefert. Aber die einzigen, die dort so ein System haben mit Quickshifter und Automatik, ist MV Agusta mit der Recluse Clutch. Smart Clutch System, SCS, das ist ein Wahnsinn. Du hast also nicht die Doppelkupplung, so wie es die, wie Honda hat, die Double Clutch Transmission, sondern hast du ganz normal ein Getriebe, eine Kupplung, Schaltautomat und dann hast du aber zusätzlich noch diese Recluse Clutch, die da mehr oder weniger die ganze Hocken abnimmt. Also das ist was Orges. Ja. Na, Quickshifter besser als Hondas Doppelkupplung, das will ich nicht sagen. Also diese Honda-Doppelkupplung, das ist einfach ein unfassbar tolles, extrem gut ausgereiftes System. Da gibt es ja zwei Kupplungskörbe. Also da hast einen Kupplungskorb hast für 1, 3 und 5 und den anderen hast für 2, 4 und 6. Das heißt, der eine Gang ist immer schon eingelegt. Du hast in Wirklichkeit kenntest Schalten komplett ohne Unterbrechung. Und beim Quickshifter hast du immer so, also eine leichte Unterbrechung hast drinnen. Bei dem Doppelkupplungsgetriebe könntest du das so machen, dass du überhaupt keine Unterbrechung drinnen hast. Allerdings, und deswegen setzt es das auch im Rennsport nicht ein, das hat natürlich ein Gewicht. Das hat ein Gewicht. Und im Rennsport kannst du das nicht leisten, dieses Gewicht, ja. Jens Weirich, Quickshifter, ist das noch authentisches Motorradfahren? Na, komplett! Jens, das ist so früher, die Motorradeln, da hast du noch fahren müssen und hast je nach Drehzahl die Zündung verstellen müssen. Da hast du so einen eigenen Hebel gehabt. Einen eigenen Hebel, dann hast du so einen mörderischen Schalthebel am Tank gehabt. Und wenn da jetzt irgendeiner so ein Motorrad sieht, ich glaube nicht, dass er sagt, ist das dann noch echtes Motorradfahren? Na sicher! Quickshifter ist einfach Weltklasse. Einfach Weltklasse. Ganz super. Das ist authentisch. Glaub mir das. Am besten ist es, Jens, du hockst dir mal auf so eine Kiste mit einem Quickshifter und reißt einmal zwei Gänge durch. Das ist unfassbar, wie das taugt. Und dann schaltest du Obi ohne Kupplung mit dem Blipper. Das ist ein Traum. Wirklich ein Traum. Naja, das. Andreas, auf welcher Messe bist du noch? Kölle oder Dortmund? Nichts mehr. Meine Messen sind, glaube ich, jetzt erledigt. Ja. Mr. Tenderlo, der Quickshifter bei meiner GS gegen die Duono, die ich habe, fühlt sich an wie Ganglegen im Traktor. Das ist leider so. Ja, ich finde, das haben sie eh super gemacht für einen Boxer, weil da werden ja echt ordentliche Massen bewegt. Jetzt noch dazu mit der längsliegenden Kurbelwellen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist ja schon manuell wirklich schwer zu schalten, dass das ruckfrei und sauber geht. Und da finde ich, dass das mit dem Quickshifter eh irrsinnig gut gelöst haben. Aber gegen den Quickshifter von der Duono ist das natürlich eine Holzhockerei. Das ist klar. Hubert Hinkhofer, die Messen sind gelesen. Jawohl. Ja. Zonko, du musst nach Köln kommen. Naja, das schon. Ach so. Die Messe, die Intermod in Köln, natürlich komme ich dorthin. Die ist aber im Oktober. Also jetzt Intermod in Köln aber schon. Na sicher. Oder ist da für dich etwas abgesagt worden? Nein, ja, die Kneipe. Intermod in Köln. Da freuen wir schon wahnsinnig. Da werden wir uns alle treffen. Intermod in Köln wird mörderisch. Im Zeichen des Brennraums. Also auf das freue ich mich total. Nein. Aber das ist im Herbst. Das ist irgendwann im Oktober. So weit tue ich ja nicht vorausplanen. Das mache ich ja nicht. So. Bis deppert mir wirklich. Was? Bin schon über eine Stunde unterwegs, aber heute haben wir wahnsinnig viel Leid. Das sind wahrscheinlich alles so Bots. Ich gehe da, die Bots. Wir haben so viel Leid, weil wir so wahnsinnig viel Bots haben. Ja.
der Günther Russel. Die Messe in Brünn ist auch interessant. Günther! Die müssen wir treffen, Günther. Wann geht denn das? Ist ein Wahnsinn. Das darf man nicht übersehen. Günther, sobald in Wien raus bist, melde dich bei mir. Schreib mal, haben wir die Telefonnummern schon austauscht? Das ist scheiße. Aber das möchte ich unbedingt machen, Günther. Aber du kannst einmal zu mir rauskommen auf den Brennraum. Nimmst diese E-Geigen mit. Habe ich jetzt noch einen Verstärker da? Nein, ich fürchte nicht. Aber du musst die Gitarre mitnehmen. Na, oder ich komme zu dir. Hast du ein gescheites WLAN, Günther? Dann komme ich zu dir mal. Zonko63@gmx.at. Bitte ein Mail. Hier ist eine Frau, da gibt es wieder MotoGP-Analysen. Na, hundertprozentig. Hans-Jürgen Gröll, Bot Deluxe. Es ist ein Traum, Bot Deluxe, ja. Marco Cinelli, ich möchte mal ein Boot-Motorradl fahren sehen. Jawohl. Günter Erich Russel, wir haben alles. Okay, Weltklasse. Wo machen wir das? Ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat. Kühlschrankrennen schaffen wir leider nicht. Also bis jetzt haben wir es nicht geschafft. Aber vielleicht sollte heuer wieder so ein Rotkling-Spezial ausfassen, werden mitnehmen einmal zu diesen 1000 PS Track Days und dann so eine Runde fahren wie mit einem Indianer. Weil das mit der Indianer das super hingehauen und ich glaube, mit so einem Rotkling-Spezial müssen wir ohne für sich auch doch deutlich unter 3 Minuten in Pannonien fahren können, glaube ich. Der Boot hat alle Namen durch, das ist ein Traum. Ja. Nur meine Telefonnummer. Ja, jetzt ist es irgendwie. Radikal Pulsar, unbedingt die 650er Honda, Vierzylinder. Ja, da hat er recht, der Bernard Hosmotor, die ist sehr leibend, die CB650R. Und auch die CBR650R. Ja. Ja. Jörg die Kneide, zählt die Rocket nicht als Kühlschrank? Oh ja. Jörg die Kneide, die Rocket nicht als Kühlschrank zählen, aber mit der Rocket irgendwie, da habe ich, na vielleicht vorher auch eine Runde am Pannonienring, aber da habe ich irgendwie weniger Lust. Weil, wenn du mit einer Harley oder mit einer Indien am Pannonienring fährst, dann ist das einfach sowas Ausgezucktes, dass ich mir denke, ja, das ist irgendwie leibend. Aber eine Rocket, das ist so wie so ein Diavel, na, mit der muss ich nicht am Ring fahren. Das geht schon, das geht natürlich besser, wie mit einer Harley oder mit einer Indien am Ring zu fahren, aber es geht natürlich bei Weitem nicht so gut, wie mit irgendeinem sportlichen Nektar oder einem Supersportler. Also das ist irgendwie so dazwischen und wie gesagt, ich würde mir nie ein Diavel für einen Ring nehmen und ein Rocket für einen Ring würde ich mir auch nicht nehmen und so eine schwere Harley, so einen echten Kühlschrank, na, das macht mir halt einen Spaß, weil das wirklich nicht artgerecht bewegt ist und ja. Und Franz Brandwein, die Rocket ist eine Gefriertruhe, ja, das geht. Dir das Blut in den Adern, der gefriert dir das Blut in den Adern. Jawohl. Das ist live und der Einbeinige, Toni Karunis, ist wer in Willingen, Schwenningen auf der Syma. Und Syma ist jetzt was, das versteht da bei uns in Wien niemand. Syma, nur vielleicht der Klaus Steurer, der versteht ja sogar Pavlatschen, der weiß vielleicht, was ein Syma ist. Ich würde jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Sollen wir wieder da ein bisschen versuchen zu sperren oder ignorieren wir das jetzt eh? Bernard Hosmotor, Onkel Ramirez, das Eheweib hängt selbst vor dem TV und glotzt Serien. Herrlich, ja. Jens Weirich Rocket, ist sie zeitlos oder sieht man sie irgendwann vom Design ab? Das kann man jetzt nicht beantworten, aber ja, ich weiß es nicht. Heidi Stoppacher, ist das ein russisches Schnepfentreffen? Das ist ein Traum. Ich komme nicht nach. Ich komme nicht nach, das ist ein Wahnsinn. Schau, jetzt aufgehört ein bisschen.
Selber schuld, hätt's nicht geheiratet. Ja, das ist gut. Süddeutsche Motorradausstellung, sagt der Jörg die Kneite. Jörg die Kneite, na gut, das ist ja der Jörg die Kneite, glaube ich, ist ja tatsächlich ein Lehrer. Der hat natürlich ein bisschen einen Bildungsauftrag. So, ich bin jetzt wieder in mein Element. Nutzer! Aber das ist eigentlich deppert, weil so gut sein es tut. Also der Bernard hat irgendwas eingestellt gehabt, da hat der Onkel eingeschrieben, Kacke, da haben sie ihm sofort das nicht angezeigt, das hat er müssen kontrollieren. Und sowas schaffen sie aber nicht, nicht, dass das irgendwie außerfiltern, das ist doch ein Wahnsinn. Das gibt's ja nicht. Weil, Mann, filtern alles aus, sind das da blasen sie nicht, da. Die russische Superschnepfe. Ja, alles mal, ja. Was hat dir in Wels am besten gefallen? War schön bei dir am Stand. Alles mal, ja. Was hat mir in Wels am besten gefallen? Die vielen Brennräumler und Brennräumlerinnen. Es ist die Wahrheit. Hat mich irrsinnig gefreut. Giancarlo Pinzetti, Brennraum. Ist ein Traum. Das ist das, was mir am meisten gefreut hat. Hat mir am meisten gefallen. Ist die Wahrheit. So, Amelia. Naja. Aber ich nehme auch. Ich meine, da werden sie schon was. Das wird nicht lang dauern, dann haben sie da dann einen Schmäh. Das russische Schnepfentreffen. Ob der Blocken, glaube ich. Jawohl. Meine Frage: Seit wann fährst du Motorrad? Wie findest du die ZX6R? Wie viel fährst du circa pro Jahr? Tom Braun, ich meine, das sind drei Fragen. Also, Motorradl fahre ich seit ich 12 bin. 12, das war 1975. Wie findest du die ZX6R? Es kommt drauf an, welche. Die neueste, ja, finde ich eigentlich super. Hat aber meiner Meinung nach gegen die R6 keine Meter. Die R6 hat mir echt mehr taugt, muss ich zugeben. Wie viele Kilometer fährst du pro Jahr? Das ist ja jetzt, glaube ich, na, was wäre jetzt noch fahren? Viel mehr werden es nicht mehr sein. Ich habe Saisonen gehabt, früher, da bin ich gefahren, 50.000, 60.000, aber viel mehr wie 15.000 werde ich jetzt nicht mehr fahren, glaube ich. Ja, ich glaube so ungefähr. Harry Schneller-Fonte, die Schnitzelsemmel und das Bier in Wels waren großartig, wirklich? Was hab ich in Wels gegessen? Was habe ich da gegessen? Gibt's das? Na, ich habe mal hin und wieder so ein Leberkass-Semmel eingekaut, aber das war reine Bedürfnisbefriedigung, das hat mir nicht wahnsinnig getaugt, muss ich eigentlich sagen. Habe ich nicht wirklich super gefunden. Ich habe einen guten Kaffee gekriegt. Ja. Aber sonst, dieses Leberkassemmel hat mir jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gerissen. Aber es war jetzt nichts. Ach so! ZX6R Jahrgang 2001. Darum ohne ABS. Ja, das ist Welt. Das ist Welt. Mit die Kisten sind wir gefahren. Ohne Ende. Volle Granate. Da brauchst du kein ABS. Die ist super zu dosieren, der Anker. Großartig. Ja. Na, das ist Leiwand. Das ist Leiwand. Perfekt. Ja, das ist super. Klaus Steurer. Die Verpflegung in Wels war kein Reißer. Bravo, Klaus Steurer. Ja. Ein Bot-Austreibtanz. Vielleicht hilft ein Bot-Austreibtanz. Ja, das weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Ein Bot-Austreibtanz. Was kann man da machen? Wie kann man Bot austreiben? Naja, vielleicht mit Fuel Friend. Ja, mal schauen. Bot, schlechte Bot, schlecht sei. Das ist der Brennraum. Das ist kein russisches Schnepfentreffen. Nein, das ist der Brennraum. Das ist kein russisches Schnepfentreffen. Das ist kein russisches Schnepfentreffen. Das ist der Brennraum. Schleswig! Und zumachen, das drinnen bleiben.
So, da drinnen sind sie jetzt, die russischen Schnepfen. Jawohl. Naja. Hat's geholfen. Schau, der Schneidwutz ist da. Jo, Lex, das schreibt er. Schneidwutz, große Freude. Und der Philipp Artweger hat kein Böd. Ja. Ein Boot ist im Kanister. Sicher, Franz Brandwein, das ist jetzt da drinnen. Da haben wir es jetzt. Daniela Schlügel, lol, jetzt ist mir vor Lachen fast das Strickzeug aus der Hand gefallen. Daniela, das freut mich sehr. Das finde ich großartig. Jawohl! So, Freunde, nachdem ich auch nicht zählen kann, habe ich locker diese 50 Fragen zum Saisonstart schon beantwortet. Ich muss allerdings sagen, so jetzt richtig zum Saisonstart, unkaputtbar. Zonko, was hältst du vom Peugeot Neckbike? Ich habe nur Roller gesehen. Ich habe auf der Messe nur Roller gesehen. Aber das mit dem Löwenmenschen habt ihr euch alle angeschaut. Aber das finde ich ganz, ganz großartig. Der Herr Peugeot, der da die Firma gegründet hat, der hat ja den Löwenmenschen als Logo genommen. Und der Löwenmensch, das ist insofern interessant, ich meine, wer es jetzt schon gesehen hat, da bei meinem Messerundgang, der muss jetzt ja kurz die Ohrwaschel zuhalten, aber der Löwenmensch ist ja diese erste Figur, was sie gefunden haben. Die haben es übrigens dort auf der Schwäbischen Alb irgendwo gefunden, also 300 Kilometer entfernt von dort, wo dieser Herr Peugeot gelebt hat. Und deswegen vermuten sie ja, dass er den Löwenmenschen als Logo genommen hat, weil sie den eben dort gefunden haben. Und dieser Löwenmensch ist so der erste Beweis für diese kognitive Revolution, also im Hirn, diese Entwicklung, dass sich der Mensch was vorstellen hat können, was es gar nicht gibt. Nämlich, also ein Wesen, das den Körper eines Menschen hat und den Schädel von einem Löwen. Und da sind sie draufgekommen, bis sie die Figur gefunden haben. Die Figur ist 30.000 Jahre alt oder 40.000 Jahre, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und da haben sie einfach auf einen menschlichen Körper einen Löwenkopf aufgeschnitzt. Elfenbein. Und das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert und seitdem finde ich Peugeot noch viel lässiger, weil die haben das alle. Welcher Moped-Sound gefällt dir am besten? Aber wenn es wirklich um Mopeds geht, dann muss natürlich ein Zweitakter sein. Ja, ordentliche Chasen. Das ist ganz leiwand. Ja. Ja, Onkel Ramirez. Was? Er weiß nichts von Peugeot Neckt. Was ist er für ein Motorradjournalist? Schaut mir nicht nach knallhart recherchiert aus. Bravo, Onkel. Ja, Onkel. Schieß mal 28, was ist ein Löwen? Ein Löwe. 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 Den können wir aber. Den Löwen können wir vielleicht auch in den Kanister reinschreien. Der Löwe. Der gehört da rein. Der gehört da rein. Zum russischen Schnepfentreffen, da schickt man da den Löwen rein. Löwe. Löwe. Löwen. Löwenschädel. Löwe. Löwe. Und? Jawohl. Na gut. André Sommer zum Saisonstart. Unbedingt How to Ride a Motorcycle auf 1000 PS schauen. Natürlich mit Zonko. Ja, das ist schon. Das ist, glaube ich, eine echt lässige Serie geworden. How to Ride a Motorcycle. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Bei Nummer 12 von 20. Aber das ist wirklich super. Ja. Ja. Stefan B., welches Motorenkonzept findest du am besten? Es ist schwer. Es ist schwer. Welches Motorenkonzept findest du am besten? Das ist wirklich, das ist ganz schwer zu beantworten für mich. An und für sich, das, was mich am meisten geprägt hat, waren sicher diese großen, luftgekühlten japanischen Vierzylinder, das ist Wahnsinn, was das für Aggregate sind, finde ich ganz großartig. Es ist aber so mir gefallen, große, großvolumige V2-Motoren finde ich super.
die müssen, ja, wurscht, ob das jetzt, mir gefallen die sportlichen V2s, zum Beispiel von KTM, das finde ich ganz mörderisch. Dann finde ich aber auch diese V2s von Harley oder Indian irrsinnig leibend. Mit taugt der Dreizylinder. Das, was man vielleicht am wenigsten taugt, ist so ein Einzylinder, so ein Eintopf, das, mit dem kann ich ein bisschen weniger anfangen. Ja. Nein, da kann ich eigentlich jetzt nichts sagen, was man dort am meisten zusagt. Weiß ich nicht. So ein V4, sowieso Göttli. Na, ist ja. Ja. Christoph Acker, was ist deine Lieblingsstrecke mit dem Bike? Ja, die Heidi Stubacher will das auch. Was ist deine Lieblingsstrecke? Ja, ich glaube, ich fahre am liebsten am Pannonia-Ring. Der taugt mir eigentlich am besten. Das ist ein bisschen ein eigenartiger Ring, aber vielleicht, weil ich ihn auch am besten kenne. Aber ich fahre zum Beispiel in Pannonien lieber wie in Brünn, obwohl ich Brünn auch leibe und finde den Slowakier voll nicht gern. Der liegt mir nicht besonders. Österreich-Ring fahre ich auch nicht wahnsinnig gern. Der ist mir zu eckig. Ja, und ich meine, ja, klar, Imola, Monza, das war schon alles sehr, sehr leib. Und die spanischen Rennstrecken, na, Valencia war ein Traum. Valencia war eigentlich sehr leib. Das hat man, Valencia hat man sehr taugt. Mugello, ne? Na, es gibt wahnsinnig viel, aber ich glaube, am liebsten ist es vorher den Pannonia-Ring. Ja. Bernard Hosmutter, der beste Ring ist Rijeka. Ja, Bernard, Rijeka ist eh leibend, ist wirklich super. Nur auf die Goschen legen dort und dann ins Spital fahren, das ist halt auch was, das mache ich halt nicht wahnsinnig gern. Und da bist du dann schon relativ weit weg, nicht? Und Rijeka ist großartig, aber Rijeka ist auch eine raue Geschichte. Und ich meine, wenn du oben kommst, dann geht die Bora oder wie der Wind heißt, nach Habitere. Das ist schon zart dann. Das ist ja ein Wahnsinn gewesen, wie es in Axel, dem Freiherrn Axel von Schweiß. Der Radetzky, der Radierer, der war unglaublich. Der hat ja, seine Fahrzeuge waren immer wie aus dem Ei gebildet. Axel war wie aus dem Ei gebildet. Also da hat sich sogar der Bravo Max noch was abschauen können. Und der Axel fährt oben mit seinem Voyager. Schau, die Wildcat hat 5 Euro eine. Jetzt Feierabend, fertig mit Hakeln. Danke, Wildcat. Großartig, großartig, danke. Ja. Und der Axel fährt oben mit seinem Voyager, macht im Fahrerlager von Rijeka die Tier auf und es kommt gerade so eine Windböe, die ihm einfach ganz normal diese Tier ausreißt. Das ist ein Wahnsinn gewesen von seinem wahnsinnig gepflegten Voyager. Die, ja, wenn du eingestiegen bist und da hast du irgendwas so einen Flankerlstaub mitgenommen, ist er schon ausgerostet. Und da hat es ihm einfach ganz normal die Tier ausgerissen. Das war ein Wahnsinn. Also insofern ist Rijeka schon sehr leib und hast du eigentlich recht. Ja, stimmt. Ja. Na, Mats Garage, bist du auch mal den Ovalkolbenmotor von Honda gefahren? Na, bin ich nicht gefahren. Und das ich habe aber allerdings, ich bin tatsächlich in meiner Laufbahn ein paar so Geräte, ein paar so unbezahlbare Geräte bin ich gefahren, aber das war immer so ein bisschen so eine Bauchweh-Geschichte. Also wenn du so ein normales, tolles, normal unter Anführungszeichen, tolles Motorradl testest, ist es in Ordnung, aber wenn du sowas irrsinnig edles, seltenes, sauteures testest, das ist unter Umständen ein bisschen ungut, weil du musst es ja gescheit fahren, sonst kannst du ja nichts Gescheites drüber sagen und du darfst es aber auf keinen Fall weghauen. Also das wäre so unfassbar peinlich. Und wenn du so ein Ovalkolben-Honda weghaut hättest, dann bist du deppert. Unfassbar. Also bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist. Ich bin es allerdings auch nicht gefahren. Jawohl. Oh, einer, das ist brutal. Ja. Stefan Zeller, in Rijeka hat es den Joint der Reinhold Roth zerlegt. Den haben sie 10 Minuten liegen lassen. Ja, Stefan Zeller, das mit dem Reinhold Roth, das ist so eine Geschichte. Die gehört meiner Meinung nach zu den grauslichsten Motorradgeschichten. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ich habe den persönlich nicht gekannt, aber das muss ein irrsinnig lässiger Typ gewesen sein. Also alle, die den gekannt haben,
haben wir das gesagt. Ja, und dann so ein schwerer Brezen, so eine depperte Geschichte, dass den da 10 Minuten liegen lassen und ich meine, das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich was extrem Tragisches und ja, das spricht auch nicht für Rijeka. Genau, ja. Ja. Franz Brandwein, V5 Repsol, jawohl, ja, das war schon herrlicher. Ja, das stimmt. Da bin ich sicher einer der wenigen, der das behaupten kann, dass auch V5 Repsol gefahren ist. Es waren nur, weiß ich nicht, insgesamt 10 Runden, aber trotzdem. Bin ich zweimal, habe ich das fahren dürfen. Ein V5 MotoGP. Ja, ist ein Wahnsinn. Ja, ja. Jo, Herr Reischneller von der Richtig, der hat doch wer die erste Repsol in Honda geschrotet. Jo, 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 aber das war eine ganz normale Reihenvierer, gell? Dom Braun, also meinst du mit der ZX6R 2001 kann man tolle Geschichten erleben? Fantastisch, fantastisch. Das ist ein ganz tolles Motorradl, bin überzeugt, ja. Ja, der Zweitakt, Klaus, mein Favorit ist der Vierzylinder im Quadrat. Na gut, Wahnsinn, ja. Ein Zweitakter, oder? Aber das hat es ja gegeben, den Square-Vormotor, wer hat den gehabt? Ich glaube, Ariel hat gehabt 1000 Kubik, Viertakt, an Square-Vor. Wahnsinn, ja. Ja. Hat man gesagt, der Zunko, deine Lieblingsthemen, Gegend zum Motorradfahren auf der Landstraße. Motorradfahren auf der, das ist jetzt ganz schwer, Hot Monkey Thunder. Das ist wirklich schwer. Also, es muss auf alle Fälle so eine Gegend sein, wo nicht dauernd irgendwo nicht Angst haben muss, dass überall ein Radar ist oder eine Kontrolle. Das hasse ich wie die Pest. Ich hasse auch so Geschwindigkeitsbeschränkungen. Was ich nicht mag, wenn der Asphalt nicht gut ist. Also insofern, Südtirol ist schon ein heißer Tipp zum Motorradfahren. Das ist schon sehr lässig. Das muss man sagen. Ja, und es ist aber auch so, zum Beispiel das Südspanien ist auch wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön zum Fahren. Das ist auch großartig. Südtirol ist halt näher. Südtirol ist näher. Und ich meine, Südtirol ist ja so wie Nordtirol. Das muss man schon sagen. Das Südtirol, das ist so wie Nordtirol. Der Nordtiroler und der Südtiroler, die verstehen sich halt gut. Ja. Na, wahrscheinlich Südtirol. Bei Nahus Moto, Trento, Gardasee. Ja. 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 Gürtel in Wien, jawohl, 2 Kilo am Gürtel. Sind wir früher alles gefahren, ganz normal. Das ist eh ein Wahnsinn, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Vor 20 Jahren hast du schon noch in der Nacht 2 Kilo am Gürtel, das ist ja ausgegangen. Die Unterführung tut da oben, volle Granate. Und das, heute ist das undenkbar. Undenkbar. Ja. Also da hat sich schon wahnsinnig viel geändert. Wahnsinnig viel geändert. Ja. Ja. Philipp Artweger, das Südspanien ist weiter, aber im Winter definitiv wärmer. Ja, Philipp, du bist ja dort gewesen heuer, gell? Du bist ja so wie der Toni Karonis, du warst da unten und bist Motorradl fahren gewesen. Das ist echt ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Ja. Du, Freunde, wir haben 1,5 Stunden. Tom Braun, du musst wirklich neu sein. Welche Erfahrungen hast du mit der Polizei gemacht, sogar schon jemals angehalten mit dem Bike? Tom, ich meine, die Verkehrskontrollen, ja, ist ein sicher deutlich mehr als Lebensjahre. Das ist aber ganz normal. Aber im Endeffekt, da gibt es aber eh auch, da kannst du eh, schau auf meinen Kanal, irgendwie tippst deine Zonko-Polizei, da gibt es eh, glaube ich, 4 oder 5 Spotlights und dann habe ich, glaube ich, auf 1000 PS sogar mal so
so eine Sendung gemacht über den richtigen Umgang mit der Polizei oder so irgendwie. Im Endeffekt, das, was dort das Entscheidende ist, so wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch zurück. Also von diesem, mein Vater ist sogar Gendarm gewesen, also insofern habe ich für die Polizisten sehr, sehr viel Verständnis und meistens sind sie ja eh leiwand. Und wenn du halt ein Pech hast, na, das ist so wie in jedem Beruf, kannst du irgendwann erwischen, na, der ist halt nicht leiwand und dann musst du es halt über dich ergehen lassen. Jawohl. Du, Freunde, jetzt müssen wir es aber gut sein lassen. Ja genau, Ralf und Wunderer-Check. Vierfacher Lizenzentzug. Jawohl. Das kannst du anschauen und der Zonko erzählt, schaust du eine vierfacher Lizenzentzug. Da spürt es dann ab. So, Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche machen wir noch einen Brennraum. Übernächste Woche bin ich vielleicht schon in Sizilien. Da könnte es dann ein bisschen schwer werden. Und ja, ich hoffe, dass da das YouTube, aber jetzt haben sie es offensichtlich geschafft. Jetzt haben wir keine russischen Schnepfen mehr. Jetzt kennt man es aber, also es ist Charlotte, jetzt ist doch noch eine rausgekommen. Jetzt kennt man es eigentlich wieder rauslassen, gell? Ja. Russische Schnepfen, schleicht euch raus. Jawohl. Ja, na sicher, Bernard. Da sitzt der Sittich rechts. Ja? Dann haben wir heute hingesetzt, die Luna Loop. Luna Loop haben wir heute hingesetzt, weil das da mit dem Sessel irgendwie so gut gegangen ist. Und ja, was ich jetzt vielleicht noch lernen könnte, das habe ich nämlich heute vorgehabt, das habe ich leider übersehen. Ich könnte ja so in die Kamera schauen, aber ich schaue meistens da oben in den Bildschirm. Das heißt, ich habe nie einen richtigen Blickkontakt. Und ein bisschen ist mir aufgefallen, dann habe ich reingeschaut, aber leider viel zu wenig. Und vielleicht kann ich das noch perfektionieren, weil wahrscheinlich ist es schon besser, wenn man so ein bisschen direkter dort reinschaut. Ja, und die Mississippi und der Captain Knaller, die verabschieden sich noch von Roy und Mäusle. Roy, Mäusle! Und ja, es war mal ein Fest. Es war Weltklasse. Weltklasse. Ciao, Papa, grüß euch. Ciao. Möchtest du den Stream wirklich beenden? Beenden.